Transporter. Wir gehen zum Transporter. Wir müssen uns ja der Gefangenschaft hingeben. Geschichte fortsetzen, jawohl. Kapitel 2. Flucht vom Finalizer. Poe Dameron befand sich auf einer Mission auf Jakku, um wichtige Daten für den Widerstand zu sichern, als er von Kylo Ren festgenommen wird. Dieser gehört der Ersten Ordnung an, die den Widerstand um jeden Preis davon abhalten will, Luke Skywalker zu finden. Während BB-8 mit den Daten flieht, wird Poe zu Kylo Rens Sternzerstörer gebracht. Sein Schicksal scheint besiegelt zu sein. Na, ob es das wirklich ist, wir werden sehen. Wir werden alles daran setzen, dass sein Schicksal nicht besiegelt sein wird. Oh, wir fliegen da durchs Weltall. Sie ist in einem Droiden, einer BB-Einheit. Nun gut, wenn er auf Jakku ist, haben wir ihn bald. Erledigen Sie das. Klar, aber trotzdem können wir hier ein bisschen... Wow, 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 ist das glatt hier? Wow, ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Wow, hier wird richtig, richtig gebonert, alles sauber gemacht. Wow, 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 glatt, Achtung, Achtung, glatt. Wow, wow. Scheiße, geil, wie das aussieht. Solche Gimmicks reinzubauen, das finde ich immer geil, wo man richtig ablachen kann. Einfach mal überall die gewisse Lego-Komik drin. Ach, hier brauchen wir überall den Kylo Ren dann. Um da mit diesen roten Objekten etwas arbeiten zu können. So, müssen wir die jetzt... Ah! So. Achso, das ist ja unser. So, einfach alle platt gemacht. Und wir kriegen hier... Ach, einen Haufen Bonusmünzen. Deswegen habe ich es jetzt einfach mal gemacht, weil ich dachte, wir sammeln hier Münzen. Wir müssen die doch irgendwie... So. Und das waren ja auch nicht so viele, die konnten wir einfach platt machen. Und schon hat sich wieder der Ärger hier gelegt. Und wir sind die Liebsten, die hier rumlaufen. Achtung, Reinigungsroboter. Können wir den kaputt machen? Oh, ach, tatsächlich. Können wir einfach wegboxen, das Ding. 1 von 4. Einfach mal probieren, was zu zerstören. Was sogar oftmals funktioniert. Und dann kann man sogar Sachen sammeln. Gesehen haben, Reinigungsroboter zu zerstören. Geil. So, wir können hier Sachen schieben. Das kann auch unser Kollege. Achso, wir müssen jetzt... Ah, ich verstehe. Was? Große Schiebeblöcke sind zu schwer, von nur einem Charakter bewegt zu werden. Ach, da brauchen wir zwei, vier. Verstehe. Ah, der wird uns ja sicherlich helfen, oder? Fass mal mit an. Jawohl. Das kann man einfach runterschmeißen. Passiert da was? Sicherlich geht's kaputt.
Oder auch nicht. Das ist dafür gedacht, runtergeschmissen zu werden. Alles klar. Dann können wir es als Brücke benutzen. So, und hier haben wir wieder... Ja, jawohl. Schöne Gegenstände zum Demolieren. Die natürlich alle auch Lego-Spielgeld beinhalten. Und was Schönes basteln können wir. Oh, cool, wie sich die Objekte mal sammeln. So. Wollen natürlich auch wieder dieses Level mit 100% abschließen. Also zumindest was Münzsammlungstechnisch angeht. So richtigen 100% können wir es ja noch nicht schaffen, sofern wir nicht alle Charaktere freigeschaltet haben oder die wir hier überall brauchen. So, wieder ein Reinigungsroboter. Zack. 2 von 4. Und dann finden wir sicherlich auch noch. Da können wir auch noch rüber. Wir müssen aber was rüberschieben. Ich sehe, hier brauchen wir einen Mechaniker für oder irgendwie. Was ist das eigentlich? Nur Protokoll-Droiden. Wir müssen für Ablenkung sorgen, um den T-Jäger zu erreichen. Keine Sorge, ich habe einen Plan. Wir benutzen diesen Speeder. Dafür müssen wir ihn erst aufladen. Wir brauchen einen Protokoll-Droiden. Wir müssen irgendwie diese Lücke überbrücken. Protokoll-Droiden sind nicht gerade sportlich. Ja, da ist doch was zum Haken. Protokoll-Droiden sind nicht... Du kannst das? Der Chiss, der Chiss! Nee, hä? Kann ich nicht daran? Nee, ich kann nicht... Ich kann nicht daran. Ich kann hier auch nichts ziehen, nichts schieben. Doch, hier können wir was zerstören. Ah, da ist kein Objekt frei. Da auch nicht. Nee, wir haben hier kein Objekt zum Rumschieben, oder? Moment mal. Nee, da kriegen wir auch kein Objekt hoch. Wir müssten hier oben irgendwie was machen, was anstellen können. Können wir dann nicht rüberspringen? Wow. Okay, das war ein Fehler. Scheiße, jetzt habe ich auch eine blaue Münze verloren. Da ist doch was zum Dingensen. Hä? Verdammt, ich brauche einen Protokoll-Druiden. Aber wie kann ich die Lücke überwinden? Wir haben hier Handschellen an. Geilerweise. Scheiß die Wand an. Scheiß die Wand an. Ha! Da können wir auch zielen. So, da drüben könnten wir jetzt bauen, wenn wir da drüben wären. Ach! Der hat auch sowas. Ach, deshalb kam das B. Ich verstehe. Ja, komm, das kann der schon auch schieben. So, jetzt können wir zumindest darüber sprechen. Jawohl. So muss das. Komisch mit diesen Weckern immer. Das ist schon der zweite. So. Wie kann ich helfen, Sir? R3PO. Mir gefällt C3PO zwar viel besser, aber wir brauchen diesen Protokoll-Droiden, um hier voranzukommen. So, jetzt müssen wir erstmal wieder da das Ding runterziehen. Ach so, pushen. Daran kommen wir schlecht, an diese Münzen da oben. So, komm mal mit, lieber Protokoll-Droide. Wir brauchen hier deine Hilfe. Jawohl. So, bedien das mal. Was auswählen? Oh Gott. Ach, grün, orange, gelb. Ah. Ah, verstehe. Dieser Sturmtruppler befiehlt dir, den Speeder aufzuladen.
Befehle sind Befehle. So, ich sollte Ihnen allerdings mitteilen, dass er gesagt hat, die Steuereinheit sei defekt. Die Aufladung könnte unerwartete Folgen haben. Wow. Okay, hat er unerwartete Folgen? Eindringlinge im Hangar! Alle Einheiten auf ihre Position! Du weißt schon, dass wir ihre Aufmerksamkeit von uns ablenken wollen. Ja, jawohl. Und jetzt müssen wir es mit denen aufnehmen. Lasst sie nicht entkommen! Alle T-Jäger wurden abgeriegelt! Ganz klar. Kontrollraum und den T-Jäger entriegeln. Das haben wir versaut, auf jeden Fall. So, den Kontrollraum T-Jäger entriegeln. Können wir den hier wieder bauen? Und wir können überall wieder was bauen. Oh, da eine Brücke. Zum roten Stein. Geil! Ja, den habe ich mir jetzt dieses Mal nicht entgehen lassen. Haben wir zumindest den roten Stein hier in diesem Level gefunden. Ich glaube, da gibt es ja bloß einen, ne? Von diesem roten Stein. Oh, sorry. Du war standest ja noch auf der Brücke. Na, fangen wir mal damit an. So, da können wir rein, theoretisch. Okay. Die Eindringlinge wollen in den Kontrollraum. Alle Einheiten in der Nähe zum Einsatzort. Servus. Bloß nicht in den Schritt gucken. Autsch. Oh. Oh, das ist mir doch jetzt glatt auf den Kopf gefallen. So, und jetzt bauen wir das Teil da links hin. Funktioniere, du Ding. Funktioniere einfach. Schön aufgemacht. Aua. Das gab ein paar Herzchen. Interessant, aber jetzt müssen wir wieder da hoch. Also wieder das Ding bauen. Rechts das Ding. So, dann geht's nochmal hoch mit uns. Und dann können wir jetzt schön in den Kontrollraum marschieren. Huhu, hier sind wir. Oh, im Kontrollraum. Für Angriff wappnen. Haltet sie auf. So, noch so ein kleiner Staubsaugerroboter. Da ist noch einer. So, ein paar Münzen. Ich habe keine Zugangscodes. Dann kriegen wir schon wieder keine Bonusmünzen. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es halt nicht. Manchmal kriegen wir Bonusmünzen, manchmal keine. Schade. So, wir machen erstmal alles kaputt hier. Das brauchen sie eh nicht mehr, den Mist. So, wo können wir hier was entriegeln oder machen? Ach so, da an dieser Konsole, an der blauen. Die Alarmanlage haben wir runtergeschossen. Die braucht auch keiner mehr, denke ich. Zumindest hier räumen wir jetzt erstmal auf und machen Rambazamba. Okay, hier können wir... Achso, da brauchen wir unseren Kollegen. Wo ist denn der? Ja, super. Ganz unten. Klasse. Können wir wieder hoch? FN2187 war das doch, ne? Ja, 2187 sicher. LOL! 2187, der hat übrigens die gleiche Zahlen, wie ich als Kennzeichen habe. Und wisst ihr, warum ich 2187 als Kennzeichen habe? Haha, ratet mal. So, zack, 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 der sieht nicht aus wie wir, der sieht aus wie wir, der sieht aus wie wir. Der T-Jäger ist entsperrt, gehen wir! Da hinten ist ein Aufzug, gehen wir! Alles klar, ab durch den Aufzug. Boah.
So, jetzt gibt's wieder Bonus auf einmal. Sehr strange, jetzt sind wir nicht mehr. Oh Gott, oh Gott. Da kommt feindlicher Nachschub, wie es aussieht. Ja. Ja, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Die gehen wieder richtig in Formation hier. Und ballern alle wieder wahllos rum. So, abgeschossen. Der braucht richtig, richtig viel. Jetzt können wir weiter ballern. So. Geht dort in Deckung. Okay. Weiter geht's. Ich würde sagen, wir wechseln mal. Ein bisschen jemand anderes spielen. Manche Charaktere, wie zum Beispiel harten Greifhaken, verwenden wir. Okay, das können wir mal ausprobieren. Okay, können wir mal ziehen, 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 ziehen. Was passiert dann? Da ist schon wieder so ein Staubsaugerroboter entstanden. Jawohl, 4 von 4. Jawohl. Der ist zerstört. Noch mehr. Ach du Scheiße, was bauen sie denn jetzt auf? Okay, aufladen. So, der Blast ist immer stärker geworden. Wir müssen hier auch mal schießen ein bisschen. Danke! Aus der Nähe sollte ich es scannen können. Scannen wir mal. Da habe ich doch was. Da. Schwachstelle entdeckt. Schlag zu, wo es weh tut. Natürlich. Na, da werden wir zu. Oh Gott, das hat sich natürlich rumgedreht. Jetzt. Da, 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 da. So, komm schon. Volle Power. Immer da auf dem. Jawoll! Da kommen auch noch mehr. Ah, sehen wir mal, da müssen wir auch noch rüber rennen. Lass uns von hier mal scannen. Da haben wir nämlich auch noch eine Schwachstelle. Gleiche nehme ich an. Jawoll! Auch da sollten wir zuschlagen. So. Ach verdammt, jetzt hat es sich wieder rumgedreht. Ich habe ihn erwischt. Na dann, ich hoffe, du bist ein guter Pilot. Wenn wir aus diesem Hangar raus sind, wirst du schon sehen. So, na dann hoffen wir mal das Beste, dass er wirklich ein guter Pilot ist, unser Poe Dameron. Aber wir sind ja schließlich auch hierher gekommen. Also, jetzt nicht direkt hierher, aber ich meine, vorhin zum Beispiel auch auf Jakku sind wir geflogen. Das hat er ja auch selbst gesteuert, das Schiff. Also sollte er ein guter Pilot sein. Ich bin gespannt, ob wir jetzt selbst fliegen dürfen. Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt zu schießen. Wow. Wir müssen die Schiffe immer noch veranstalten. Stellen wir sicher, dass sie nichts haben, dass sie starten können. Geil. Verschrotte diese Schiffe. Jawohl, die T-Fighter zerstören. Ja, das war die Hälfte.
Und die anderen auch noch am besten. Yeah, da kommen noch mehr. Alle zerstören. Das war's. Los, Bewegung. So. Da haben sie noch ein paar Dinge aufgebaut. Jawohl, 100%. Raus mit uns. Schon geil, so ein T-Fighter. Zumindest an der Kanone ist es geil. Wow, das Ding geht echt ab. Das dachte ich mir auch. Wir müssen möglichst viele von diesen Geschützen ausschalten, sonst kommen wir nicht weit. Ihre Kanonen sollten bald in Reichweite sein. Du kannst sie nicht verfehlen. Hast du das gesehen? Ach, ich hasse diese Steuerung. Kann ich die Steuerung nicht umstellen beim Fliegen? Flugsteuerung umkehren, da endlich. So fortsetzen. Jawohl, jetzt ist es so, wie ich es kenne, eine Flugsteuerung.